Video befassen wir uns mit einer Folgerung aus den Körperaxiomen. Hier beschäftigen wir uns mit der Eindeutigkeit der Zahl 0. Wir beweisen also, dass aus den Körperaxiomen folgt, dass nur eine Zahl mit der Eigenschaft der 0 existiert. Dies soll gleichzeitig eine typische Herangehensweise an einen sogenannten Eindeutigkeitsbeweis zeigen. Zuerst werde ich erläutern, warum wir überhaupt die Eindeutigkeit der Zahl 0 beweisen. Dann werden wir den Satz zur Eindeutigkeit der 0 formulieren und anschließend dessen Gültigkeit zeigen. Zur Motivation. Warum zeigen wir überhaupt, dass es nur eine Zahl 0 gibt? Man könnte ja sagen, dies und weitere Folgerungen aus den Körperaxiomen weiß man schon teilweise aus der Grundschule und dass diese klar seien. Um dem entgegenzuwirken, stellen wir uns vor, wir wüssten nichts über die reellen Zahlen und jemand versucht uns diese mit den Körperaxiomen zu erklären. So wissen wir aus den Körperaxiomen beispielsweise nur, dass es mindestens eine Zahl mit der Eigenschaft der 0 gibt. Es wird nicht behauptet, dass diese eindeutig ist und somit wissen wir dies nicht. Aus diesen Körperaxiomen versuchen wir nun, die teils aus der Schule schon bekannten Eigenschaften der reellen Zahlen abzuleiten. Hier zum Beispiel, dass es nur eine Zahl mit der Null-Eigenschaft gibt. Wichtig ist, dass wir bei der Beweisführung nur auf die Körperaxiome oder auf bereits von uns Bewiesenes zurückgreifen. Kommen wir zur Formulierung des Satzes. Wir versuchen mit den Körperaxiomen zu zeigen, dass die 0 durch ihre Eigenschaft, dass für jedes Element x der reellen Zahlen die Summe 0 plus x wiederum x ergibt, eindeutig bestimmt ist. Nun zum Beweis. Bei einem Eindeutigkeitsbeweis ist es oftmals hilfreich anzunehmen, dass es zwei Elemente gibt, die dieselbe Eigenschaft besitzen. Wir versuchen dann zu zeigen, dass diese gleich sind, es also nur ein Element mit dieser Eigenschaft geben kann. Hier nehmen wir an, dass es zwei Nullen gäbe, genannt 01 und 02, für die beide die Nulleigenschaft gelte. Da beide Gleichungen für alle Elemente aus den reellen Zahlen gelten und 01 und 02 reelle Elemente sind, ist es erlaubt, in die erste Gleichung für x02 einzusetzen und wir erhalten 01 plus 02 ist 02. Gleichzeitig dürfen wir in die zweite Gleichung für x01 einsetzen und wir erhalten 02 plus 01 ist 01. Nun greifen wir auf ein Körperaxiom der reellen Zahlen zurück, das Kommutativgesetz für die Addition. Mit diesem folgt die Gleichheit von 01 plus 02 und 02 plus 01. Da 01 plus 02 wiederum 02 ist, und 02 plus 01 01, folgt hieraus die Gleichheit von 02 und 01. Also müssen zwei reelle Zahlen mit Nulleigenschaft gleich sein und folglich ist die Null eindeutig bestimmt.